Ach, der Tag hat uns wieder, Herr Hoxton. Ja, der Tag war schon vorhin schon so. Also, los. Wir werden jetzt da hinten rüberlaufen. Ja, in 90 Metern. Psst. Psst. Heiß. Hol mal Chorizo zurück. Lass Chorizo mal. Hoppeln Sie so. Haben Sie die Zitterkrankheit oder was ist das hier? So ein Zackel-Zackel. Viel Techno, wa? Kann das sein, dass das hier ein Dings ist? Ist das ein Altersheim? Kann man die Dinger auch kaputt machen hier? Weiß es nicht. Müssen wir mal ausprobieren. Hüpp. Ein Altersheim. Kann man die kaputt machen? Ja, die kann man auch kaputt machen. Hier redet einer. Scheiße, die kriegt nicht kaputt. So, warte mal, ich guck mal. Wir müssen da oben hoch. Ja. Elfriede, kommst du? Das warte mal, vielleicht können wir hier mit dem Haken irgendwie an der Seite. Oh, oh, oh. Was hast du markiert? Komm nicht wieder! Vicho, ich bin bei den Wohnungen. Oh, da wird Improvisation zur Kunstform erhoben. Sie haben das Stromnetz angezapft, aber eine ihrer Schaltungen ist durchgebrannt. Das unterbricht die Stromzufuhr zu einer meiner Antennen. Geh aufs Dach und finde sie, por favor. Folge meinem blauen Graffiti bis zum Kontrollraum da oben. Er ist verschlossen, aber das hatte ich noch nie aufgehalten. Komm mal mit, oder? Komm mal her zurück. Noch nie, Vicho. Komm mal her zurück. Scheiße, ja. Denn, ja. Radio Libertad wird komm mal ja her zurück. Was ist das denn in Deutsch, ey? Komm mal. Blaue Graffitis, ich glaube, wir müssen ja über die ganzen ich muss mal überlesen hier. Komm mal her zurück. Hausordnung. Das ist doch schön. Lesen Sie das mal vor, bitte. Nein, ich habe genau. Also, erstens, nur gemeldete Bewohner dürfen das Gebäude betreten. Zweitens, keine Übernachtungsgäste. Drittens, die Stromnutzung ist auf die Zeit zwischen 8 und 21 Uhr begrenzt. Und Sie machen jetzt die vierte? Viertens, die Wohneinheiten werden zufälligen Inspektionen unterzogen. Fünftens, Beamte der Wohnbehörde dürfen Wohneinheiten ohne vorherige Ankündigung jederzeit betreten. Sechstens, auf dem gesamten Gelände sind Drogen verboten. Und siebtens, innerhalb dieses Gebäudes dürfen keinerlei Geschäfte jedweder Art getätigt werden. Und achtens, Warmwasser steht nur zwischen 10 und 14 Uhr zur Verfügung. Na, das ist doch ja mal, das ist doch mal eine super Wohnung. So, wo geht's denn jetzt hier auf? Da ist der Typ, der da ist, der ist in Rot. Ja, man muss dazu sagen, der Hox ist ein Langschläfer, also 10 Uhr ist für ihn eine gute Zeit. Das stimmt nicht, das ist gelogen, was Sie da erzählen. Oh, hier ist ein, hier ist eine Leiter. Oh, das ist aber leider, ne? Kommen wir hier nicht. So. Wir müssen den Typen da hinten wegmachen. Welchen warte mal, Typen? Da hinten. Da ist er. Da ist ein Typ. Oh, yo. Ein Schuss und das war's. Das hat er drauf, das kann er. Mhm. Das kann er. Komm her, Junge. Ich hol mal das Benzin, ne? Komm, Junge. Gracias. Ja, bitteschön. Sehr geehrter Kiewe-Jäger. Ja, ja, natürlich. Ja. Und das hier hole ich alles auch mal gut, mein eben. Junge. Hau mal ab. Genau. Wir gucken mal, dass wir da gucken irgendwie mal, was hier los ist. Höch können. Höch? Der hat ja gesagt, irgendein Graffitis, ne? So. Und hoch. Und hoch. Graffitis. Kann ich hier so... Ah! Na, da habe ich doch schon gesehen, wo es lang geht. Da, schauen Sie mal. Ha, ich habe Ahnung. Ja, Sie rennen an allem vorbei. Hier war Medizin. Ja, hier auch. So, hier oben geht's hoch hier. Da, schauen Sie mal. Einmal ja, schon auf die oben. Kiste und hopp. Hopp. Schau, oh. Da, wie ist er? Da, und Haken, Kletterhaken. Ah, wo? Wo Kletterhaken? Haken, da, Kletterhaken. Da geht der Kletterhake. Zack! Haben Sie sowas schon mal gesehen? Da müssen wir schwingen, ne? Schwingen. Und schwingen. Und das schwingt schwingen. Aber nicht. Oh, wie kann man die Haken lösen? Ach so. Ah, da müssen wir. Warte, müssen wo wir muss gucken. Ah, doch, da müssen wir gucken, da müssen wir schwingen. Auf Gerüst müssen wir schwingen. Ja, was für ein Gerüst? Da hinten. Ist da. Ah ne, da hätten wir auch so drauf gekonnt. Können wir hier so? Hm, toll. Ich glaube, das war falsch. Ja, das ging nur darum, darüber zu kommen.
Hopp! Wieder da oben rauf. So, und dann müssen wir nämlich hier hoch. Hier ist nämlich ein Zeichen. Genau. Ah, ich weiß ja. Hier gucken. Ah, da. Ah, kannst du gucken hier? An die Röschen. Warte mal, ich guck mal, ob hier noch was liegt. Hallo? Oh, schön, so eine Dachterrasse, ne? Ich bin oben. Kuckuck. Ja, du bist ja schon. Oh, warte mal. Ja, sammel mal ein da. Kuckuckuckuck. Warte, ich komm auch mal da so, hoch. Hier geht's weiter. Ah, ich hab den Stecker gefunden, du darfst machen. Warte mal, hier ist verschlossen, steht hier. Komm hier hoch. Ja, warte, ich will schießen. Das geht nicht. Du musst den Strom anmachen. Ach, komm doch mal hier oben rauf, du Vollpfosten, ey. Du bist ein Spielverderber, ah, der Esten hat. Du hast doch eh keine Ahnung. Du rennst an allen wieder vorbei. So, hier ist verschlossen und dann mach ich das jetzt auf. Hier. Soll ich Strom anmachen? Sag, ja, mach an. Hier ist verschlossen. Ist offen. Kann man nicht... Da ist offen jetzt. Du musst aufmachen, du musst den Strom an... Ja, ich mach den Strom an. Da. Kein Strom. Ich muss mir die Kabel da oben ansehen. Welche Kabel? Kabel? Warte mal, ich bin die Kabeltante. Hä? Hä? Na los. Ah, hier drin. Da ah, drin? Hier drin. Hier müssen wir rein, aber wie kommen wir da rein? Durchs Fenster. Und dann Gitter vor ist, ne? Mhm. Warte mal, vielleicht kann man da irgendwas sehen. Vielleicht komme ich von oben rein. Nein. Komm ich von oben rein? Nein. Sondern? Die Kabel, warte mal. Die Kabel gehen hier lang. Der eine Kabel geht hier lang. Das eine Kabel, Herr Stöppel. Ach, gehen Sie noch nicht auf den Keks. So, weiter. Und jetzt? Hier ist der Kasten. Hier oben ist da was am Blinken. Wo blinkt kommen wir denn hier irgendwie rauf? Warte mal, ich kann mich hier durchklatschen, aber da ist nichts. Okay. Nee, da komme ich nicht. Ja, natürlich kommt er da nicht. Aber hier ist halt bestimmt mit dem Fenster zu tun. Warten Sie mal. Versuch mal. Hier was sehe. Aber hier ist doch die Tür, die ist hier direkt hier. Gemein, ne? Leute, die ist total gemein hier. Kommst du gar nicht dran an die Tür. Hm. Warte mal, da ist noch ein Eumelbums. Warten Sie mal. Vielleicht. Nur vielleicht. Ah! Hier. Ah! Ja, sehen Sie, so geht das. Jawohl, ich mach die Tür auf. Ja. Jawohl, ist offen. Wunderbar. Gut gedacht. Da ist ja. Okay, ich mach mal. Ich reparere. Ja, gehen Sie erstmal rein, da ist noch ein Zettel. Ich reparere. Ah, jetzt. Esperanza. Mach dich bereit für Radio Libertad. Radio Libertad mit der Rock Lady. An alle Bewohner des Apartments Y1. Es ist verboten, den Sicherungskasten zu überlasten. Bitte beachten Sie die Elektrizitätsnutzungsplan. Den genau, das schauen wir uns auch nochmal an. Können wir nochmal lesen. Zack. Ich meine, die Eule hier hat ja vorgelesen. Wohnung 1 bis 50 von 2 Uhr bis 14 Uhr. Die Wohnung 51 bis 103. 103 Wohnungen? 14 bis 2 Uhr. Sag mal, 103 Wohnungen. Sollen wir mal nachzählen? Das kann ich mir ja nicht vorstellen. Als ob ich nichts anderes zu tun hätte. Oh, hier sind Walkie-Talkies. Nehmen Sie sich mal ein Walkie-Talkie. So, das haben wir geschafft. Jetzt können wir da nochmal rauf. Jetzt kannst du das Ding nochmal zum Laufen bringen hier. Ja. Ja, nee, gar nicht wahr. Wir müssen jetzt hier 500 noch was. Mhm. Da müssen den wir haben ziehen. Wir. Den haben wir. Radio fünf. Libertad. Ja? Viva la Libertad. So, wir müssen wieder runter. Hier kann man... Aber ich weiß nicht, wie das geht mit dem Fall. Ja, Leerzeug. Shift. Leertaste? Leertaste. Aber für die 3 Meter brauchen sie wahrscheinlich das nicht machen. Hey, geil. Jawohl, ich bin so, unten. 500 Meter laufen wir dann, ne? Wir können aber auch hier... Ach nee, ist ein Rennen. Okay. Wir laufen das Stückel. Stückel? Genau. Kommen Sie, Frau Stockel. Wo sind Sie denn?
Die blinken auch was. Die rennen immer an allem vorbei. Warum? Dann nehmen sie doch mit, wenn da was blinkt. Ja, mache ich auch. Sie wollen da so einen schönen Spaziergang machen. Oh, ist das geil. Guckt euch das mal an hier. Das sieht ja wohl stark aus. Kommen Sie, Frau Stockel. Ja, ich genieße nur die schöne Aussicht. Oh, gucken Sie mal da hinten, dieses Bauwerk. Oh, nicht Bauwerk, diese Naturerscheinung. Oh, das sieht toll aus. Naturerscheinung, hier. Die ist auch. Ey, ja, gucken Sie mal hinten den Berg, der sieht mal, aus wie... Seien Sie mal ruhig, da hinten ist die Naturerscheinung. Wir müssen hier runter. Kommen Sie mal her, die Naturerscheinung. Wo sind Sie? Gucken Sie mal hinten, der sieht doch wohl toll aus. Villa Marquesa, waren wir da nicht schon? Da waren wir doch schon. Und da hinten müssen wir hin. Wir müssen hier einmal quer durch. Warten Sie mal, da gucke ich aber erstmal, ob wir da nicht irgendwelche Freunde finden. Ja, gucken Sie mal. Villa Marquesa. Ein Scharfschütze? Wo? Ein Scharfschütze hält Wache. Ach, da hinten. Ein Scharfschütze, da sind noch bestimmt noch mehr, ne? Die interessieren uns doch gar nicht, da wollen wir doch gar nicht hin. Die wissen doch, die spawnen doch jedes Mal neu. Kommen Sie jetzt. So. Wir sind doch außerhalb. Wann interessieren uns die Vögel denn hier? Dann gehen wir oben lang, ne? Ja, sicher, bin doch schon dabei. Die Villa Marquesa, da waren wir doch schon. So. Oh. Da hinten, 200 Meter. Da müssen wir rauf. Da geht's. Wow. Da hinten geht ein Weg rauf, aber wir nehmen den direkten Weg, nicht wahr? Oh. Wir machen da oben das Schild mal kaputt. Komm mal her. Da ist ein Schild noch. Miri. Ja, ich bin auf dem Weg. Ja, dreh dich doch mal um. Hä? Ach, da. Ja, aber wir rennen an allem vorbei. Wir rennen an allem vorbei. Ah. Ich habe meine kräftigen Arme geschwungen. Kaffeetatze. Oh! Oh, oh! Ich muss hier runter. Ja, warten Sie mal auf mich. Ich muss hier runter. Und darauf, wieder darauf. Wir laufen jetzt hier runter. Aua. Aua. Yippie. Aua. Zack. Hey, hey. Ja? Was ist denn? Was hast du? Du hast was für mich? Ich habe gerade erfahren, dass jemand unsere Hilfe braucht. Sie heißt Isabella. Eine von den Guten. Hey, danke. Eine jaranische Geschichte. Hä? Was war das? Ey, der Adler hat mich angegriffen. Ja, mich auch. Mich hat er auch angeschissen. Haha, sehr lustig. Jetzt lass Scheiße! Ja. Komm her. Scheiße! Jawohl, wunderbar. Weiter geht's. Also, das war auch kein echtes Tier, es war so eine Drohnenattrappe. Hallo? Eine Drohnenattrappe? Das ist auch eine Drohnenattrappe hier. Ja. Das greift uns nicht wirklich an, das ist nur... Nein, der bildet nur. Genau, einfach nur Drohne, weil der wollte dir den Adler... Oder sie- hier, toll. Riesenadler, hier, das ist nur eine Drohne, ne? Da seht ihr ja die Metallstreben und so. Oh, was hat denn hier ein Bunker? Ah, cool. Ola, Dani, Ola? Gut bei dir? Oh, guck mal hier, da rollt die Ola, ja, die Drohnenattrappe. Warum? Da rollt sie. Klingst ein bisschen gestresst? Ja, der ist hier runtergerollt. Der liegt jetzt hier. Hier, die Drohnenattrappe hier, guck mal. Hat einem die Eier abgeschnitten, weil er ohne Genehmigung der Kulturministerin ein Mural gemacht hat. Eier abgeschnitten? Kriegst du kalte Füße? Ach, Quatsch. Hier sind Gegner. Kann mich mal. Aber wenn sie mich holen, klar, waren ja bei jedem Turm. Ach, da, der da. Die wird gerade von so einem Wolf angefahren. Ah, scheiße. Sagt man nicht, Leute, aber... Kann das sein, dass das hier vielleicht ein bisschen buggy ist? Das war's jetzt. Warum? Ja, komm mal bitte her. Siehst du das hier? Ich komme. Irgendwie... Ist das buggy? Warum? Weil der da drauf liegt auf ja. Dir, oder? Weil die haben wir ja, den haben wir erschossen, aber nicht sie. Nee, er hat sie gebissen. Nein, ich habe ihn aber erschossen.
Nee, nee, da hat er aber schon. Ach so, da hat er schon. Also sie waren da also bei, ja? Sie kennen sich damit aus, ja? Ich hier ist aber noch jemand. Guck mal, da ist noch jemand. Kuckuck! Hä? Ach cool, Mucke. Ja, warte mal. Ey, ho! Ja, ihr seid super, Jungs. Jetzt passt es. Ich hab mal das Poster ein bisschen verändert. Hier könnt ihr noch lesen. Nachricht zum Abschied. Wo ist denn hier noch? Oh. In einer Schast hier. Das darf doch nicht wahr sein. Wo sind die denn? Auf der Straße. Jetzt habe ich auch was vergessen. Jetzt weiß ich auch, was da hinten war, wo die Häuser waren. Wir hätten die Dinger besprühen müssen. Ja. Fällt mir gerade so auf. Alter. Er muss das wieder machen, ist er? Ja. Richtig. Dafür habe ich den. So. Weil du ja nicht triffst. Hallo? Deswegen muss ich das machen, weil du nicht triffst. Warum? Wo ist er denn? Du musst nicht weinen, ist alles gut. Hallo? Ist alles gut, wirklich. Ach, da ist er. Granate, weg! Sind sie denn da wieder? Was tun sie denn da wieder machen? Also wirklich. Oh, ich habe mal eben alles geräumt hier. Ja, Chorizo hat den letzten gemacht, also wirklich. Also. Hier ist noch ein Pferd. Ja, lass das Pferd doch in Ruhe. So, ich kümmere mich jetzt um das Wesentliche hier. Weil, wenn die Madame das nicht möchte, wir da brauchen, dann ist ja unfassbar. Die Madame möchte das nicht, dann kümmere ich mich um das Wesentliche. Doch, warte mal, ich will das Plakat da kaputt machen. So, ich kümmere mich nämlich auch um andere Sachen. Herr Stöckel. Ich gehe schon mal nach oben, ne? Also, ey, jetzt. Wo sind sie denn? Der hier oben, da wo ich hingehöre. Wie sind Sie da hochgekommen? Ja, ganz einfach, indem man einfach den Weg lang läuft. Und dann sind da so blaue Dinger, da kann man hochklettern. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Habt ihr das wieder gesehen? Ich kümmere mich da um wichtige Sachen. Ja, hör Sachen. Auf zu heulen jetzt. Oh yeah. Da und oben Kletterhaken. Ich kann den Kletterhaken benutzen. Warum sagen Sie das? Und das mache ich jetzt auch. Den Kletterhaken. Sind die jetzt nicht in Ordnung? Wo ist denn der Kletterhaken? Beatrice Graffiti. Hallo, Kletterhaken. Dann, das finde ich nicht gut, dass du das jetzt sagst. Ich möchte den Kletterhaken benutzen. Was willst du denn? Du sagst immer so was Böses zu mir. Dass ich mich nicht um wichtige Sachen kümmere und so. Ja, ist ja so. Finde ich nicht. Nein, das stimmt nicht. Ich kümmere mich immer um alles. Da oben kann man rauf gucken. Und dann? Ah, da muss ich hier klettern. Klettern! Jetzt die erste? Oh, scheiße. Gehen Sie mal aus dem Park. Hauen Sie doch mal ab, Mann! Ich bin oben. Das Steuerelement muss ganz oben sein. Ganz oben. So, einmal lesen. Handschriftliche Nachricht. Hallo Micho. Tralalala. Schön Sender. Tralala. Und ganz oben. Ja, dann gehen wir doch mal ganz nach oben, ne? Mhm. Wissen Sie auch, wie man das macht? Noch nicht wirklich, aber ich kriege es raus. Klettern. Jibbi. Wie kommt man denn da jetzt? Ach, da. Und andere Seite. Hier ist eine Leiter hoch. Was? Moment. Ah, ich weiß. Die Leiter ist runtergefallen, Miri. Bin öde. Soll ich anmachen? Naja, mach mal. Elende Mistviecher. Boah, erstmal die Aussicht genießen hier. Guckt euch das an. Ich komme da leider nicht mehr rauf, weil die Leiter kaputt ist. Oh, guckt euch das an. Und die werden da auch nicht mehr runterkommen, weil die Leiter kaputt ist. Ich habe einen Fallschirm. Oh, ist das schön. Okay, ich agiere. Das wird das Signal verstärkt. Jawoll! Ich hänge hier und komme nicht runter. Alles klar, Bicho. Radio Libertad kann auf Sendung gehen. Ich komme nicht runter. Ach,
scheiß 2G-Verbindung. Mach die Störsender an der Gipfelstation Taino platt. Und die großen Schlüssel, die unsere Signale blockieren. Was will ich alles machen müssen, ey? Ich verstärke auf den Turm und bete, dass wir ein Überladungsfeuerwerk sehen. Donny? Donny? Oh, was für eine Aussicht, wa? Kannst du mich hören? Ich höre dich nicht mehr. Hallo. Bieger. Also da hinten die Schlüssel müssen wir platt machen. Ich habe da schon so eine Idee. Gehen Sie mal zur Seite. Ja, darf ich mal eben kurz markieren? Ja, das wäre ganz nett. Wenn das gleich weg ist, brauchen Sie nichts mehr markieren. Ah, ich weiß schon, was Sie vorhaben. Darf ich da mit drauf schießen? Aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. Nein, das funktioniert nicht. Weil der markiert das nicht. Genau. Also müssen also wir jetzt erstmal mit dem Fallschirm hier runter. Ja, warten Sie mal, warten Sie mal, warten Sie mal. Wir genießen erstmal noch die Aussicht. Ja, warten Sie mal. Und während wir das tun, ey, warum zielst du mit einer Waffe auf mich? Lassen Sie das bitte. Wegpacken. Und während wir das tun, ja, während wir einmal so rumschweifen, so den Blick, werden wir uns dann verabschieden. Und ich gehe mal so rum, weil hier viel Arbeit. Das ist herrlich hier. Guckt euch das an. Und mit diesen Bildern verabschieden wir uns jetzt einfach. Bis dann. Tschüss. Tschüss.